Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem nächsten Video zum Thema Super Bowl. Ich probiere nun Windschutz auf, gucken, ob es besser ist, gucken, ob ich es mag mit dem Ton jetzt, mit Windschutz oder ohne. Also macht euch keine Gedanken, ist immer noch das gleiche Mikro. Ich habe nicht schon wieder ein neues oder so. Gut, wir nähern uns dem Super Bowl und wir haben viele verschiedene Sachen, die ich als Idee habe für Videos. Es gibt mehrere Sachen, die ich machen werde. Es gibt ein paar, die ich ausgeschlossen habe. Für heute habe ich eine ganz gute Idee, meiner Meinung nach. Obwohl man das vielleicht zuerst nicht versteht, wie ich es meine. Wenn ihr schon länger bei meinen Videos am Start seid, dann kriegt ihr mit, dass ich häufig einen Unterschied setze zwischen den Spielern und was die auf dem Platz machen und was als Vorbereitung ins Spiel ging und was während des Spiels von außen als Impuls reinkommt. Das ist logischerweise der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Spiel und den Spielern und dem Coaching. Um die Grenze nochmal ein bisschen zu setzen, ich werde am vermutlich Freitag, wie jetzt die letzten Tage auch immer, oder die letzten Wochen auch immer, sollte ich sagen, in den Playoffs, meine ganz normale Vorschau auf dem Super Bowl bringen, ein bisschen taktischer, ein bisschen was wer machen muss, damit es klappen kann, was ich denke, was passiert und so weiter und so fort. Heute habe ich ein bisschen anderes Video. Ich werde euch für jedes Matchup des Super Bowls, also die einen Wide Receiver gegen die anderen Cornerbacks zum Beispiel, werde ich euch in einer Minute oder weniger versuchen zu erklären, wer von beiden für mich das Duell gewinnt. Auch da, wer mich kennt, weiß, es wird mir schwerfallen, das in einer Minute runterzurasseln bei manchen. Bei anderen brauche ich vielleicht nicht die ganze Minute. Und hier muss ich auch nochmal sagen, ich versuche das wirklich einzeln zu beurteilen. Das heißt, normalerweise kann man nicht zum Beispiel, ich habe hier drin Running Backs gegen die Front 7 der gegnerischen Mannschaft, eigentlich kann man das nicht so wirklich einzeln beurteilen, ohne die O-Line noch mit reinzunehmen. Ich versuche so isoliert wie möglich zu betrachten, aber es geht nicht immer ganz. Wie gesagt, ich gebe Punkte, einen Punkt für ein gewonnenes Duell, einen halben Punkt für beide Teams logischerweise, wenn man das Duell unentschieden bestreitet, meiner Meinung nach. Gut, ich habe einen Timer auf dem Handy, ihr solltet einen auf dem Screen haben, wenn ich das hinkriege, aber das müsste ich eigentlich hinkriegen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. 3, 2, 1. Wir haben Brady und das System, das habe ich damit dazu gefasst, gegen die Secondary und die Linebacker, also gegen die Passverteidigung der Rams. Hier geht der Punkt für mich relativ eindeutig an Brady. Ich glaube einfach, dass man die Erfahrung wertschätzen muss, insgesamt und natürlich gerade Super Bowl, Playoffs. Rams sind ein relativ junges Team, sage ich mal. Du hast natürlich auch gerade in der Secondary erfahrene Leute wie Aqib Talib drin, Marcus Peters. Wenn einem von beiden, sage ich mal, ein Pick gelingt, könnte das Ganze schon umschlagen. Wenn es mehr als ein Turnover gibt für die Patriots, also wenn Brady zwei Picks hat oder wenn ein Pick und ein Fumble ist oder zwei Fumble, die der Gegner recovert, dann könnte das Ganze schwer sein, aber der Punkt geht für mich relativ eindeutig an Tom Brady und das System, das da in Kraft ist bei New England, ja, wie gesagt, ist relativ eindeutig für mich. Goff und das System, das offensive System gegen die Secondary der Patriots, Secondary natürlich plus die Linebacker. Hier geht der Punkt für mich nicht wirklich klar an eins der beiden Teams, deswegen ist es ein Unentschieden. Ich denke, dass Goff als tatsächlich Quarterback, als talentierter Quarterback, nie im Leben auf dem Level ist von Brady. Allein weil da die Erfahrung fehlt, ist relativ logisch. Das ist ein ziemlich dummer Satz. Das System, was da in Kraft ist, wird stark sein. Die Frage ist, wie kann man das im Spiel drauf anpassen, was die Patriots machen? Ich denke, die Patriots haben einen ziemlich genauen Plan. Wie gesagt, gehe ich am Freitag drauf ein. Ich weiß nicht genau, wie Sean McVay und wie vor allem Jared Goff drauf reagieren wird, wenn die Sachen, die er vor dem Snap liest, wenn die ihm weggenommen werden. Und deswegen geht der Punkt für mich an beide. Deswegen kriegen beide einen halben Punkt. Goff und das System sind stark, aber das System in der Secondary und in den Linebackern ist auch sehr stark. Das ist stressiger, als ich denke. Ich muss ganz ehrlich auf mein Handy gucken und eine Minute und so. Es ist schwer. Nächste Runde, wir sind bei den Running Backs angekommen. Hier haben wir natürlich die New England Running Backs, was mehr oder weniger ein Duo ist. Vielleicht ein Trio, vielleicht ein Tetro, Quattro, was auch immer man dazu sagen würde. Wir haben Sonny Michel, den Rookie, wir haben Rex Burkhead, der für mich so ein bisschen das fünfte Rad ist oder dritte Rad, was auch immer man dazu sagt. Wir haben White und wir haben dann natürlich noch den Kollegen Fullback. Alle vier zusammen als Gespann können sehr flexibel eingesetzt werden. Die ersten drei haben alle einen ähnlichen Anwendungsbereich, obwohl Sonny Michel vermutlich von den dreien, also ihm, White und Burkhead, der eindeutig beste Läufer ist. Und ich denke, White ist schon der beste Running Back Receiver von denen.
Die Front 7 bei LA ist stark, aber wenn irgendwo anfällig, gerade in der Regular Season, dann gegen den Lauf. Die haben sich zuletzt gebessert in den Playoffs, aber ich denke, der Punkt geht für mich dann an LA. Stress. Nächste Runde. LA Running Backs. Wir haben CJ Anderson und wir haben Todd Gurley gegen die Front 7 der Patriots. Front 7 der Patriots ist nicht wirklich mit Stars bestückt. Wie gesagt, denkt immer dran, wir achten nicht wirklich auf Scheme, beziehungsweise außerhalb von dieser Quarterback-Rubrik, die ich am Anfang hatte, sondern nur auf die Spieler. Und ich glaube, da musst du mit Todd Gurley als Superstar, der er ist, und mit CJ Anderson, der jetzt in den Playoffs oder generell schon seit er dieses Jahr zu den Rams gekommen ist, verdammt gut gespielt hat, musst du eigentlich mit denen gehen. Also nach der Runde führt jetzt LA mit 2,5 zu 1,5 gegen New England und das ist vermutlich eine der eindeutigeren Runden. Ich weiß, wir haben eine Line und Linebacker, die mehr produzieren als ihr eigentliches Talent bei New England, aber wir reden wirklich nur pures Talent, wenn man die gegeneinander abwiegt. New England Receiver gegen LA Secondary. Ich habe schon häufiger mal ein paar Wörter über die Wide Receiver verloren der Patriots und ich nehme an, viele von euch denken, ich gehe in Richtung LA. Allerdings muss man Gronk dazu zählen, denn Receiver ist für mich nicht nur die Wide Receiver, sondern sind auch die Running Backs. Ein bisschen, die habe ich hier halbwegs außer Acht gelassen und natürlich der Tight End. Gronk, einer der besten Tight Ends der Liga, Edelman, einer der besten Slot Receiver der Liga, Hogan kann ein paar Sachen machen, Dorsett ist verdammt schnell. Es ist wirklich vielseitig und mir gefallen die Linebacker nicht auf LA-Seite und bei der Secondary. Joyner hat ein paar Probleme gehabt die letzten Wochen, generell Safety ist da schon nochmal eine Schwäche und Marcus Peters kann auch solche und solche Spiele haben. Deswegen habe ich mich für ein Unentschieden entschieden. Wir stehen 2 zu 3. LA Receiver gegen New England Secondary. Es stand vorher 2 zu 3 und ich sage euch, nach der Runde steht es 2 zu 4. Für mich gewinnt hier vom puren Talent wirklich LA. Denn da hat man mehrere Receiver, die was machen können. Man hat Tight Ends, die auch im vertikalen Passing Game eingesetzt werden können. Generell mit den ganzen Play-Action-Spielzügen und sowas, was hier nicht berücksichtigt wird. Aber da sind die einzusetzen. Generell vom Talent her hast du da auch genau das Gleiche, was ich eben bei New England gesagt habe. Einen sehr ausgewogenen Receiving Core. Das heißt, du hast Leute, die für alles ein bisschen da sind. Du hast jetzt nicht welche, die nur das Gleiche machen. Du hast nicht nur Speedster oder nicht nur Possession-Catch-Leute. Du hast wirklich für alles ein bisschen was. Und bei der New England Secondary Safety, ja, ist okay. Aber außerhalb von Gilmore ist da auf Cornerback echt nicht wirklich was los. Und ich glaube, das könnte eine ziemliche Schwäche sein. Auch wenn ich denke, dass da scheme-mäßig was gemacht wird. Wie gesagt, guckt euch Freitag das Video dafür an. Die D-Line von New England gegen die O-Line der Rams. Jetzt ist wieder was sehr Spannendes. Denn wenn man drüber nachdenkt, New England, was alle Leute sagen, das Talent ist außerhalb von vielleicht Trey Flowers nicht so wirklich da. Ist verständlich, guckt euch die Line an, das ist nicht wirklich Star Power, gerade wenn man es jetzt mit der Line auf der anderen Seite oder mit den anderen Lines generell in den Championship-Spielen vergleicht. Ich denke, dass die O-Line der Rams eine der unterschätztesten Positionsgruppen der Liga ist, weil O-Line-mäßig redet man über die Colts dieses Jahr komplett zurecht, man redet über die Cowboys und so weiter und so fort. Ich glaube, du hättest nicht mal ansatzweise eine Chance, so zu spielen, wie die Rams spielen wollen und wie sie gespielt haben dieses Jahr, wenn du eine schlechtere Line hättest. Ich denke, die werden New England ziemlich im Schach halten. Aber wie gesagt, es geht hier noch nicht darum, wie es im Spiel läuft, sondern einfach nur Talent. Und da kriegt LA für mich den Punkt. 5 zu 2 für LA inzwischen. Nächste Sache wieder genau umgedreht. Also die LA D-Line gegen die New England Offensive Line. Und da ist es wirklich vielleicht der krasseste Punkt, wo der Unterschied ist zwischen dem tatsächlichen Spiel und dem Talent der eigentlichen Line. Denn wenn man sich die D-Line anguckt, der Rams, die müssten eigentlich alles kaputt machen. Ja, die haben relativ gute Produktion. Aber wenn man sich anguckt, wer da ist, du hast Aaron Donald, du hast Ndamukong Suh und du hast Dante Fowler, das reicht eigentlich schon. Und dann hast du noch relativ gute Rotational Player. Wenn man sich jetzt die New England O-Line anguckt, die sind alle relativ gut, aber wenn man tatsächlich Game Tape anguckt, dann werden die geschlagen. Bosa zum Beispiel war da so schnell rum, Melvin Ingram war da so schnell rum, aber der Ball ist einfach immer schon raus. Und das wird jetzt hier, wie gesagt, nicht berücksichtigt. Das ist ja mehr Scheme, gehört mehr zu Brady. Und deswegen muss ich auch hier den Punkt eigentlich klar an LA geben. Ich hatte echt nicht gedacht, dass es so eindeutig ist. Aber es steht 6 zu 2. Jetzt kommen wir zu Special Teams. Und da habe ich hin und her überlegt. Ich dachte, okay, New England hat jedes Jahr einen großen Fokus auf Special Teams. Mit Cordarrelle Patterson hast du einen relativ ungewöhnlichen, verdammt schnellen, gefährlichen Returner.
und auf der anderen Seite LA die letzten 2 Jahre auch eigentlich immer ein gutes Return-Game gehabt. Das ist natürlich nicht alles vom Special Team. Gute Kicker haben beide, definitiv. Gute Panther haben beide, auch wenn die beide nicht so häufig eingesetzt werden. Und du hast auch gute Coverage, alles bla bla bla. Es ist nicht wirklich ganz oben in der Liga, es ist nicht wirklich ganz unten in der Liga. Und dann habe ich mir tatsächlich die Rankings der Football Outsider angeguckt oder von footballoutsiders.com und die sind nur einen Platz auseinander. Also von den Special Team Rankings, die sind wirklich, ich glaube, irgendwo in der Mitte, 11 und 12 oder sowas, auf jeden Fall genau nebeneinander. Deswegen kriegen die beide einen halben Punkt von mir, 2,5 zu 6,5. Letzte Runde, die zählt, wir haben Coaching. Und das ist eine richtig interessante Sache. Wie gesagt, ich werde vermutlich mehr am Freitag drauf eingehen, gerade aufs Coaching. Wir haben auf der einen Seite Bill Belichick, den vielleicht besten Coach der NFL-Geschichte, definitiv unserer Ära. Und dann haben wir Sean McVay, der momentan das Wunderkind ist. Alle reden über Sean McVay. Und dann gibt es die ganzen Memes, die leider zu viel Wahrheit beinhalten. Jeder, der gefühlt einmal mit Sean McVay geredet hat, wird irgendwo als Head-Coaching-Kandidat betrachtet. Deswegen, es ist eigentlich ein schwerer Vergleich, wenn man es sich anguckt. Wenn man dann aber nochmal betrachtet, was es für ein Spiel ist, wer die größere Erfahrung hat, wer in den Playoffs mehr gerissen hat, wer einfach nur jetzt schon eine Coaching-Legende ist, der Punkt geht sowas von klar an Bill Belichick. Ich liebe Sean McVay, was der macht, ist stark. Normalerweise mag ich Leute, die so überhyped werden, eher nicht so. Der ist unglaublich. Bill Belichick kriegt den Punkt, eindeutig. Oh, ich glaube, ich habe mehr O und A und gestottert und was weiß ich, als in allen anderen Videos, was merkwürdig ist, weil man sich ja normalerweise mehr überlegt, was man sagt. Wenn man nur eine Minute hat, habe ich auch gemacht. Ich habe Pausen zwischendurch. Ich habe mir vorgenommen, was ich sage, über wen und sowas. Aber es ist schwieriger, als man denkt. Man sieht die ganze Zeit so aus dem Augenwinkel die Uhr und ey, oh shit, ich habe nur noch so und so viel Zeit. Und dann kommt man durcheinander. Ich bin gerade auf die Zunge gebissen, nice. Also ich würde euch wirklich empfehlen, gerade wenn ihr gedacht habt, was stottert der denn hier zusammen, euch mal zu Hause eine Uhr zu stellen, versuchen über ein Matchup zu reden. Und ihr merkt, ihr kommt durcheinander. Die Zeit macht mehr mit dem Kopf, als man eigentlich denkt. Aber nochmal, um auf die Matchups zurückzukommen. Wir haben theoretisch jetzt ein Endergebnis von 6,5 zu 3,5. Also die Rams haben deutlich gewonnen, fast doppelt so viel. Und trotzdem ist bei den Wettmachern, bei fast allen Wettmachern, sind die Patriots Favoriten. Das Ganze ist wirklich nur Erfahrung von den Leuten und von den Patriots. Also von den Patriots logischerweise, sie haben schon viel in den Playoffs gespielt, haben schon Super Bowls gespielt. Von den Leuten die Erfahrung ist, man tippt in den Playoffs und im Super Bowl nicht gegen die Patriots. Man macht das einfach nicht. Ich meine, wenn die Favoriten waren, haben sie ja schon ab und zu mal ein Ei gelegt gegen die Giants zum Beispiel. Aber wenn die gefühlt auf gleichem Level sind oder ein bisschen schwächer, ich tippe ungern gegen die Patriots. Wie gesagt, ich muss Gott sei Dank in dem Video ja noch nicht tippen. Das war nur nochmal so eine kleine Darstellung, dass Talent vielleicht nicht alles ist. Ansonsten würde meiner Meinung nach das Spiel relativ eindeutig an die Rams gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch mal die Punkte vergeben, die gleichen, die ich vergeben habe sozusagen, und mich dann in den Kommentaren wissen lassen, was euer Endergebnis ist. Würde mich sehr interessieren, inwiefern das abweicht oder ähnlich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr noch schnell ein Like da lasst. Das ist ein Klick für euch, hilft mir sehr weiter. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.